So, nochmal einen wunderschönen guten Morgen an alle. Ich hoffe, Sie können mich alle gut verstehen und sehen die Präsentation. Ansonsten nutzen Sie gerne die Chatbox, sollte etwas nicht funktionieren. Ich darf Sie recht herzlich zu unserem heutigen Webinar Situucci Tradition and Crafts begrüßen. Mein Name ist Isabel Jering und ich bin Sales Executive bei STR Destination Handling. Sehr wahrscheinlich gibt es verschiedene Gründe, um die Region Situucci zu bereisen. Aber einer davon könnte wirklich die Faszination für Kunsthandwerk und Tradition in dieser Region sein. Volkskunst und Kunsthandwerk werden in der Situucci-Region von Generation zu Generation weitergegeben. Im Mittelpunkt stehen meist die Kreation neuer und alter Künstler, also eine Verbindung beider, die von der Umgebung des Seto-Binnenmeers inspiriert werden. Heute möchte ich Ihnen mehr über diese einzigartige Handwerkskunst Situuccis erzählen und mit Ihnen in die Volkskunst und Tradition der Region eintauchen. Sollten Sie währenddessen Fragen haben, so können Sie gerne die Chatbox oder auch die Questionbox benutzen und ich werde diese dann versuchen, am Ende zu beantworten. Bevor wir starten, möchte ich Ihnen noch kurz STR Destination Handling vorstellen. STR Destination Handling wurde 1980 gegründet und zählt inzwischen zu einem der etabliertesten Sales- und Marketingbüros im deutschsprachigen Raum. Wir vertreten mehr als 30 ausgewählte Incoming-Agenturen in über 70 Destinationen weltweit. Worum soll es heute in unserem Webinar gehen? Zum einen möchte ich gerne mehr über die Handwerkskunst, die vor allem in der Region Okayama zu finden ist, vorstellen, sowie das Viertel Kurashiki präsentieren und die Jeansstraße und die besondere Indigo-Färbung, die aus Japan kommt. Danach tauchen wir ein bisschen mehr in die Tradition ein und ich möchte Ihnen gerne mehr über verschiedene Tanzdarbietungen erzählen, sowie eine Regatta und natürlich die kulinarische Handwerkskunst. Wie gesagt, sollten Sie Fragen haben, so nutzen Sie gerne die Chatbox. Für alle, die vielleicht noch nicht genau wissen oder vielleicht heute das erste Mal dabei sind, wo sich die Region Situucci befindet, Sie sehen auf der rechten Seite in der Landkarte Japan mit Tokio und den Städten Osaka und unten in der linken Hälfte von Japan befindet sich die Region Situucci. Sie besteht aus den 7 Präfekturen, die Sie hier in Pink auf der linken Seite sehen und besteht aus Yamaguchi, Hiroshima, Okayama, Hyogo und den Präfekturen Kagawa, Tokushima und Ehime. Heute soll es insbesondere um die Region, um die Präfektur Okayama gehen, sowie Hiroshima und Tokushima. Als einer der Verkehrsknotenpunkte Westjapans ist die Präfektur Okayama sehr günstig gelegen. Sie ist nur circa eine Stunde von Kyoto und etwa 35 Minuten von Hiroshima mit dem Shinkansen entfernt. Wenn wir noch mal kurz zurückgehen, so sehen Sie die 7 Präfekturen und die sind alle sehr gut mit dem Shinkansen. Das ist ein Hochgeschwindigkeitszug verbunden und können dementsprechend von den großen Städten in Japan aus auch gut einmal per Flugzeug angeflogen werden und dann innerhalb per Schnellzug erreicht werden. Die Gegend um Okayama hat sich wirklich zu einem lebendigen Gebiet für Handwerkskunst entwickelt. So sehen Sie hier zum Beispiel die Baisen Töpferware. Als Baisen Keramik bezeichnet man im Allgemeinen japanische Keramikprodukte, die im Wesentlichen in der Region Baisen hergestellt wurden, die ihn heute in etwa der Präfektur Okayama entspricht. Nach Tokuname ist Baisen der älteste der 6 alten Brennhöfen von Japan. Baisen Keramik kommt oft ohne bunte Farben und Bilder aus und bringt stattdessen erdige Töne und von den Flammen geschaffene natürliche Muster zur Geltung, die eine warme Ästhetik ausstrahlen. So sehen Sie das hier im rechten Bild. Kennzeichnet ist oft die dunkelrote bis braune Farbe. Sowohl in Form als auch in Farbe, weil es einfach Handwerkskunst ist, sind keine Produkte identisch. Und so ist es oft auch ein schönes Mitbringsel, was man mit nach Hause nehmen kann. Die alte Stadt Imbe, die heute zu Okayama gehört, gilt als das Zentrum der Baisen Keramik. In Imbe blickt auf eine circa 1000-jährige Geschichte zurück und dort kommt eine der berühmtesten Keramikarten her. Es gibt circa über 100 Keramikwerkstätten, dazu Galerien und vieles mehr. Das Bild wird geprägt von Schornsteinen aus roten Ziegeln und Dächern mit Ziegeln aus weißen Keramik. Im Museum für weißen Keramik wird die Herstellung der Keramik erläutert und Sie können bis zu mehr als 250 Stücke von den Anfängen bis heute
betrachten. Auch im Bahnhofsgebäude von Imbe wird weiße Keramik ausgestellt und verkauft. Die Region Okayama bietet aber nicht nur die bekannte weiße Keramik, sondern auch die Schwertkunst. Seit der Kamakura-Zeit gilt Osafune als größte schwertproduzierende Region Japans. Bis heute produzieren Schwertschmiede und Kunsthandwerker dort noch immer ihre Schwerter. Das japanische Schwertmuseum Weisen Osafune ist auf japanische Schwerter spezialisiert und in der Dauerausstellung können Sie ca. 40 Schwerter sehen, von denen viele mehr als über 1000 Jahre alt sind. An jedem zweiten Sonntag im Monat können Sie auch das alte Schmiedeverfahren hautnah erleben und es werden auch verschiedene Kurse angeboten, um wirklich ein unvergessliches Erlebnis zu bekommen. Sie sehen auf der rechten Seite im oberen Bild, wie Sie wirklich an diesem Schmiedeverfahren teilhaben können. Generell benötigt die japanische Schwertherstellung drei Schlüsselressourcen. Eisenerz für die Erzherstellung, Rotkiefer für die Herstellung von Holzkohle, die heiß genug ist, um den Stahl zu schmieden, und Wasser zum Abschrecken der Klingen. Mit Bergen reich an Eisen, Kiefernwäldern und dem nahegelegenen Yoshi-Fluss entwickelte sich Baisen auf natürliche Weise zu einem Schwertepizentrum. Der Museumsdirektor sagte, es stimmt zwar, dass die Qualität der in Baisen verfügbaren Materialien die besten waren, aber was Baisen wirklich auszeichnete, war die Qualität seiner Handwerker. Tatsächlich stammen etwa 50% der heutigen Schwerter, die als nationale Schätze in Japan registriert wurden, aus Baisen-Schmieden, einschließlich des bekannten Tonomari-Schwertes, das im Itsukushima-Schrein auf der Insel Miyashima in der Nähe von Hiroshima aufbewahrt wird. Inzwischen sind die Berge jedoch gesetzlich geschützt, sodass es immer schwieriger wird, das bekannte Eisen zu gewinnen und auch Ton, um die Klingen während des Temperns zu umwickeln. Außerdem spielt der Klimawandel eine große Rolle und so töten Insekten die Rotkiefer und die meisten Handwerker, die die Kohle machen, werden einfach alt und sterben aus. Wie Sie sehen, ist diese Schwertkunst wirklich eine, die von Generation zu Generation weitergegeben wurde und inzwischen sozusagen, kann man sagen, ein bisschen vom Aussterben bedroht ist. Natürlich auch mit den steigenden Materialpreisen steigen auch die Preise für die traditionellen Klingen. Außerdem ist es so, dass wirklich diese Schwerter nur von Handwerkern hergestellt werden dürfen, die eine Prüfung der japanischen Agentur für kulturelle Angelegenheiten bestanden haben. Und selbst dann können Schwertschmiede höchstens 24 Schwerter pro Jahr herstellen, da die Vorschriften verlangen, dass jedes traditionelle Katana, also das Schwert, 15 Tage aktive Arbeit in Anspruch nimmt. Also wie Sie hören können, ist hier wirklich noch richtige Handwerkskunst am Werk. Und aufgrund der äußeren Umstände, die ich zuvor beschrieben habe, aber auch der Kenntnisse der Handwerker, ist diese Handwerkskunst ein bisschen vom Aussterben bedroht und kann aber noch im Museum bestaunt werden. Kommen wir weiter zum Künstlerviertel, wie man sagen kann, Kurashiki. Und Kurashiki liegt ebenfalls in der Präfektur Okayama und ist nicht weit von Okayama City, der Hauptstadt, entfernt und kann mit dem Zug erreicht werden. Kurashiki ist einfach für die Kunst seines erhaltenen Kanalgebietes bekannt, das auf die Edo-Periode zurückgeht, als die Stadt als wichtiges Reisverteilungszentrum diente. Tatsächlich kann auch der Name Kurashiki in Anlehnung an die Reislecker grob mit Stadt der Lagerhäuser übersetzt werden. Viele der ehemaligen Lagerhäuser Kurashikis wurden in Museen, Boutiquen und Cafés umgewandelt. Das Ohara-Museum, welches sich in diesem Viertel befindet, ist wahrscheinlich das beeindruckendste Museum dort und sie stellt eine große Sammlung von Werken berühmter westlicher Künstler aus. Dieses historische Viertel ist auch für seinen von Weiden und Säumten Kanal und seine eben genannte schöne Architektur bekannt. Es befinden sich auch 5 Kunsthandwerksläden an diesem Ort. Verkauft werden sogenannte Tenugui-Handtücher. Dies sind Baumwollhandtücher, die ähnlich wie Kopftücher oder Gesichtstücher verwendet werden können. Verschiedenes Geschirr, grüner Tee, Hüte, Segeltuch oder Glaswaren. In den Geschäften können Sie oft den Kunsthandwerkern direkt bei der Arbeit zusehen und auch zum Beispiel diese Tenugui-Handtücher mit Stempeln mit Motiven aus dem historischen Viertel Kurashikis versehen. Vielleicht auch für Ihre Kunden ein schönes Mitbringsel. Kommen wir weiter zur sogenannten Jeansstraße, die sich an Kurashiki anschließt.
Und es stellt sich heraus, dass es nicht wirklich um die Jeans an sich früher ging. In der Tat ging es auch noch nicht einmal um Denim, sondern einfacher gesagt sagte man, es handelt sich um eine moderne, hippe Variante eines traditionellen japanischen Handwerks, das wirklich auf Jahrhunderte zurückreicht. Im 16. Jahrhundert wurde der Boden dort dem Meer entzogen und erwies sich deswegen als zu salzig, um Reis anzubauen. Deshalb bauten die örtlichen Bauern dort Baumwolle an. Und dadurch entstand eben diese Textilindustrie Okayamas, die den Großteil der besten Baumwollwaren der Nation herstellte. Beginn des 20. Jahrhunderts war der Aufstieg der synthetischen Fasern und natürlich auch Trends, die weg von traditioneller japanischer Kleidung führten. Deswegen benötigte Okayama einen neuen Weg. Die Nachkriegszeit wurde durch das Bild der Amerikaner, welche in ihren blauen Jeans entspannten, geprägt. Und daraus sollte sich der neue Weg Okayamas bilden. Die erste japanische Jeans, die von Big John in Kojima produziert wurde, war 1965 ein wirklich großer Verkaufsschlager. Bald traten dann weitere Jeanshersteller auf die Bildfläche und die schwimmende Textilindustrie Okayamas tauchte wirklich mit frischem Wind ein in diese neue Ära. Am Anfang gab es im November 2009 wirklich nur drei Geschäfte: Momotaro Jeans, Dania Japan und WOM. Doch das alles änderte sich recht schnell, als immer mehr Unternehmen einzogen und die Jeansstraße mehr und mehr ihren glücklichen, nach Denim besessenen Charakter erhielt. In nur 8 Jahren, so sagt man, stieg die Besucherzahl von ca. 6.000 Besuchern auf mehr als 150.000. Eine Zahl, die weiterhin stetig wächst. Auch als Reaktion auf den Zustrom ausländischer Touristen entwickelte die Handelskammer von Kojima jetzt inzwischen eine englischsprachige Karte und einige Läden bieten sogar Englischkurse für ihre Mitarbeiter an. So können einfach ihre Kunden auch sich gut auf Englisch dort verständigen. Heute hat die Jeansstraße inzwischen eine Länge von circa über 400 Meter mit über 38 Geschäften, wobei jährlich etwa 5 weitere Geschäfte hinzukommen. Durch einen glücklichen Zufall lässt sich auch dort noch die Architektur der Showa-Ära entlang der Jeansstraße erahnen, wie Japan ausgesehen hat, womöglich als die erste Jeans auf den Markt gekommen ist. Sogar die alte Bank und das Postgebäude aus der Showa-Ära wurden inzwischen in Läden umgewandelt. Auch einige Besitzer dort haben ihre Rollläden mit Jeansmotiven bemalt, um die leeren Flächen etwas festlicher zu gestalten. Natürlich darf dort nicht jeder Jeanshersteller ansässig sein, sondern nur Jeanshersteller, die erstklassige in Japan hergestellte Jeans mit Webkante produzieren. Und diese dürfen sich dann dort bewerben und werden von der Handelskammer ausgesucht. Das bedeutet, dass jeder Store dort eine Kombination aus hochwertigen Materialien, einzigartigen Verarbeitungstechniken und vor allen Dingen erstklassiger Handwerkskunst ist. Es ist auch so, dass Sie in einigen Läden sozusagen eine Jeans anfertigen lassen können, natürlich, und dann mit Einzelheiten versehen können, zum Beispiel bestimmte Knöpfe oder vielleicht irgendwelche Glitzersteine. Das können Sie dann dort alles aussuchen und dann wird das per Hand gefertigt. Gehen wir nun weiter zur Indigo-Färbung, welche ihren Ursprung in Fukushima hat. Und Tokushima liegt auf Shikoku, welches die kleinste der 4 Hauptinseln ist. Und dort wird die Indigo-Färberei seit der Edo-Zeit, also circa die Edo-Zeit ging ungefähr von 1603 bis 1868. Und seitdem gibt es dort Indigo-Färberei. Und bis heute hat die Region Tokushima wirklich eine führende Stellung bei der Herstellung von Indigo-Stoffen und ähnlichen Produkten. Färben mit Indigo-Blau ist wirklich eine traditionelle japanische Färbetechnik. Und Aisome, also die Indigo-Färberei, auf Japanisch Aisome, ist nicht nur tief in der Kultur Japans verwurzelt, sondern auch weltweit hat dieses Japan Blue wirklich einen Ruf. Die Indigo-Färberei beruht auf einem Farbstoff, der aus Knöterichgewächsen gewonnen wird. Zunächst werden die Blätter getrocknet und dann längere Zeit eingeweicht sowie sorgfältig vermischt, damit sie dann zu gären beginnen und so der Rohstoff für das Färben, der sogenannte Sukumo, entsteht. Anschließend wird Aschenlauge hinzugefügt, um das Farbbad zu erhalten. Das Wichtigste bei der Herstellung ist nun das genaue Abmessen der Wassermenge,
die hinzugefügt wird, sowie die Temperatur bei der Fermentierung. Der Färber, wie Sie sich wahrscheinlich vorstellen können, benötigt daher viel Erfahrung, bis der Farbgrundstoff endlich fertig ist. Wird nun der Stoff auch dann in das Farbbad getaucht und danach an der Luft getrocknet, entsteht durch die Oxidation das leuchtende Indigoblau. Wiederholtes Eintauchen führt dann dementsprechend zu kräftigeren Farbtönen. Diese Indigo-Färberei ist in der zuvor beschriebenen Weise seit langem bei der Herstellung traditioneller japanischer Frauenkleider, wie zum Beispiel Sommerkimonos, verwendet worden. Es heißt, dass Frauen ihre Kimonos früher in Indigo-Blau hatten für ihren abendlichen Sommerspaziergang, da dieser Farbstoff Insekten abgewehrt hätte und so Mückenstiche verhindert werden konnten. Inzwischen gibt es im Bereich der Indigo-Färberei jedoch neue Entwicklungen und bei denen wird, wie bereits anfangs beschrieben, oft darauf geachtet, dass Altes und Neues zusammengefügt wird. Dazu zählt die Verwendung kräftiger Indigo-Blautöne für stylische Modekombinationen sowie die Verwendung dieser Farbe beim Interior Design. Tatsächlich werden dort in Fukushima inzwischen verschiedene Projekte ins Leben gerufen, damit dieses traditionelle Handwerk immer mehr Aufmerksamkeit erfährt und auch weiterhin betrieben wird. Dazu zählen vor allen Dingen Besichtigungen von Färbereien sowie Angebot für Besucher, eigene Kreationen herzustellen. Ein ganz besonderes Projekt, welches ich vorstellen möchte, das landesweit Beachtung fand, ist die Herstellung von Baumaterialien, bei denen Zedernholz und Indigo-Färberei miteinander kombiniert werden. Dabei wurde mit Indigo gefärbtes Zedernholz für den Fußboden zum Beispiel des Lesesaals der Bibliothek der Stadt Fukushima verwendet, die damit zu einer besonderen Attraktion in Japan wurde. Die Indigo-Farbe akzentuiert hier die Maserung des Zedernholz und schafft eine besondere Verbindung zwischen der modernen und der klassischen Kultur Japans. Darüber hinaus hat die Präfektur Fukushima das Ava Natural Indigo and Shape in the Future Project ins Leben gerufen, um auch die Aufmerksamkeit in In- und Ausland auf die Indigo Made in Fukushima zu lenken. Ziel des Projektes ist wirklich eine Schaffung eines neuen Lifestyle und eines Gespürs für den Wert, der durch die Verwendung von Indigo aus Fukushima entsteht. Im Rahmen dieses Projektes wurden zahlreiche Kunstausstellungen sowie Fashion Tours und Wettbewerbe für das Herstellen von T-Shirts oder Workshops mit Indigo-Färben veranstaltet. Im Dezember 2012 wurde in einem alten Lagerhaus in Fukushima auch verschiedene Ausstellungen gezeigt und dabei auch ein einzigartiges Werk, bei dem 247 Indigo gefärbte Tücher von der Decke hingen. Die Besucher, so sagt man, waren vor allen Dingen davon begeistert, dass die verschiedenen Farben der einzelnen Tücher, die unterschiedlichen Texturen und die Dicke der jeweiligen Tücher in einer wunderbaren Art und Weise zum Ausdruck brachten. Während Indigo-Färberei wirklich auf eine lange Tradition in Japan zurücklegen darf, schafft sie durch diese neuen Projekte wirklich eine auch neue Kultur, die weit über den Bereich Mode inzwischen hinausreicht. Das typische Japan Blue kann im historischen Museum Ainu Jakarta bestaunt werden. Und auch die Isso Indigo-Färberei ist ein Atelier in Fukushima, welches traditionelle Färbemethoden bewahrt und natürlich nur natürliche Materialien verwendet. Jeden Sonntag können dann Ihre Kunden vielleicht auch bei einem Workshop die Methoden und hochwertigen natürlichen Farbstoffe hautnah erleben und können dann zum Beispiel, wie Sie im rechten Bild sehen, Taschenschals, Tischläufer oder auch eigene mitgebrachte Materialien mit dem unverwechselbaren Indigo-Look versehen. Ja, war so ein bisschen der Teil zur Handwerkskunst. Jetzt gehen wir weiter mehr zur Volkskunst und zur Tradition. Und da möchte ich mehr mit Ihnen in den Bereich Tanz in Japan eintauchen. Kommen wir zuerst zu Awa-ori. Und der Awa-Tanz ist in der ganzen Welt als eine der repräsentativen traditionellen Darbietungen Japans bekannt geworden. Die Ursprünge dieses Tanzes können bis ins Jahr 1586 zurückverfolgt werden, als Tokushima gegründet wurde. Die damalige Ära ist bekannt als eine Ära, in der Indigo-Farbstoff, Salz und andere wertvolle Gegenstände in großen Mengen angehäuft wurden. Vor allem die Indigo-Händler trugen damals dazu bei, dass der Awa-Tanz jedes Jahr zu einem noch spektakuläreren Ereignis wurde. Was dazu führte, dass inzwischen dieser Tanz in der normalen Gesellschaft etabliert wurde und als eine freie Form der sozusagen Massenunterhaltung dient. Er entwickelte sich immer weiter, indem er
dann am Ende oft von Schlachten als auffällige Art und Weise aufgeführt würde, um die Wiederbelebung zu signalisieren. Inzwischen wird immer im August das buddhistische Obon-Fest gefeiert, das Fest der Seelen, welches zu einem der drei wichtigsten japanischen Feierlichkeiten überhaupt zählt. Es wird angenommen, dass bei diesem Fest die Geister der Vorfahren jedes Jahr während des Obon in die Welt zurückkehren, um ihre Verwandten zu besuchen. Traditionell werden dann von den Häusern Laternen aufgehängt, um den Geistern der Ahnen den Weg zu weisen. Und insbesondere werden dann sozusagen diese Awadori-Tänze aufgeführt. Der berühmte Awadori-Tanz in Tokushima ist wirklich einer der Bunodori während der Obon-Saison. Und am Ende werden dann oft schwimmende Laternen in Flüssen und Seen oder auch ins Meer gesetzt, um die Geister in ihre Welt zurückzuführen. Also man kann sagen, dass inzwischen dieser Awadori-Tanz zu einem mehr einem Festival, wie man vielleicht auf Deutsch sagen würde, wurde und dort wirklich die Leute vereint sind und verschiedene Tanzdarbietungen dargebracht werden. Auch die Kagura, welche auch eine Sammlung von Tänzen und Musikstücken ist, welche eher in der Präfektur Hiroshima verankert ist, ist sozusagen eine traditionelle Tanzdarbietung. Ursprünglich in den Schreinen lokaler Gottheiten entstanden, wurde sie als Riten von Priestern aufgeführt, um im Rahmen des jährlichen Herbstfestes für eine gute Ernte zu danken. Doch nach Mitte des 19. Jahrhunderts ging Kagura wirklich an die lokale Bevölkerung über, die es inzwischen zu einer traditionellen Volkskunst gemacht hat. Oft werden Kagura in speziellen Gebäuden aufgeführt oder auch offenen Bühnen. Für Kagura existieren ca. 9 verschiedene Gegenstände, die bei der Aufführung symbolische Funktionen erfüllen. So sehen Sie es zum Beispiel im rechten Bild, wie jemand ein Schwert in der Hand hat und der rechte Mann auch wie eine Flagge. Jedes Jahr findet auch das Kagura-Tanzfestival in der Stadt Akiyota statt, welche nur ca. eine Autostunde von Hiroshima entfernt ist. Die Stadt veranstaltete vor mehr als 60 Jahren das erste Kagura-Wettbewerbsfestival und inzwischen findet dieses einmal im Jahr statt, normalerweise im Juni, und es treten ca. 16 Kagura-Teams gegeneinander an. Doch auch oft strömen ganz andere Tanzgruppen aus Japan hinzu, um einfach dabei zu sein. Diese Kagura-Teams heißen die Besucher dann oft in ihren freudigen, temperamentvollen und aufregenden Atmosphäre willkommen. Und die Darsteller sind wirklich Meister der sehr präzisen Choreografie und tragen kunstvolle, handgefertigte Kostüme, die oft manchmal mehr als 15 Kilogramm wiegen können. Wie Sie sehen, tragen sie auch Masken und man kann sich vorstellen, dass so eine Maske recht aufwendig zu gestalten ist und auch einfach sehr schwer sein kann. Ja, in Hiroshima ist sozusagen nicht nur der Volkstanz verankert, sondern auch, sag ich mal, eine Tradition der Regatta. Und die Stadt Osaki-Kamiji in der Präfektur Hiroshima liegt fast schon in der Mitte des Seto-Binnenmeers und sie besteht aus 4 bewohnten Inseln und mehr als 20 unbewohnten Inseln. Und traditionelle Kultur, Feste und historische Stätten, die mit dem Meer verbunden sind, sind hier noch zu finden. Und es ist wirklich ein bisschen eine Stadt, die Nostalgie vermittelt. Und ganz besonders stolz sind sie auf ihre Kaidenma-Regatta. Und der Jubel der Ruderer, die mit ihren Paddeln um die Wette rudern, hallt sozusagen dann über das ganze Binnenmeer, über das ganze Seto-Binnenmeer. Und wie Sie sehen können, treten verschiedene Gruppen gegeneinander an. Und man kann es sozusagen ein bisschen mit einer Ruderregatta bei uns vergleichen. Kommen wir nun zur kulinarischen Handwerkskunst. Und hier möchte ich die Udon-Nudeln, die Ihnen vielleicht allen sehr bekannt sind und die Sie auch hier in Deutschland finden können, vorstellen. Und insbesondere die Präfektur Kagawa ist für diese Udon-Nudeln bekannt. Und dort spricht man insbesondere von den Sanaki-Udon. Sanaki-Udon sind nach dem früheren Spitznamen von Kagawa in der Provinz Sanuki bekannt und sind die beliebteste Art von Udon-Nudeln in der japanischen Shikoku-Region. Normale Udon-Nudeln sind oft rund, weich, haben auch eine dickere Art als jetzt vielleicht unsere
normalen Spaghettis und sind dementsprechend zylinderförmig. Aber Sanuki-Udon sind etwas anders und haben eher eine rechteckige Form mit flachen Kanten und fester Textur. Trotz des milden und angenehmen Klimas eignet sich die Gegend oder die Region Setouchi nicht nur für den Reisanbau, aber besonders für den Anbau von Weizen, der der Rohstoff für die Udon-Nudeln ist. Es wird gesagt, dass es in der Präfektur Kagawa mehr Udon-Läden als normale Lebensmittelgeschäfte geben soll. Vielleicht einen Besuch wert, um diese Frage hinterherzugehen. Natürlich gibt es auch verschiedene Kochkurse, bei denen Ihre Kunden zum Beispiel die Herstellung von traditionellen Udon-Nudeln erlernen können und anschließend genießen dürfen. Sake ist wahrscheinlich so typisch japanisch und jedem bekannt, dass man im Herkunftsland kaum dran vorbeikommt. Es lohnt sich auf jeden Fall, Sake zu probieren oder auch eine Sake-Brauerei zu besichtigen. Das Wort Sake bezeichnet eigentlich im Japanischen nur generell ein alkoholisches Getränk. Deswegen sollten Sie besser Nihonshu bestellen, um den wirklichen Sake genießen zu können. Sake-Brauereien gibt es in ganz Japan und zwei der größten Ansiedlungen befinden sich in der Setouchi-Region. Und die eine ist Nada in Kobe in der Hyogo-Präfektur gelegen und Saiyoji in Hiroshima. Die Qualität des Wassers ist für das Sake-Brauen sehr wichtig und das ist einer der Gründe, weshalb es in der Region Setouchi so viele gute Sake-Sorten gibt. Die Präfektur Hyogo ist in Japan für ca. 30% aller Sake-Herstellung aufgrund ihres reinen und köstlichen Wassers bekannt. Das Unternehmen Kiku Masamune beliefert noch heute das Kaiserhaus und ist berühmt für seinen sehr trockenen Sake. Im Verkostungsraum stehen Köstlichkeiten aus allen Phasen des Prozesses, also von seiner rohen Form bis zur Vollendung, zum Probieren zur Verfügung. Die Stadt Kobe ist auch besonders für seine historische Sake-Brauerei Kobozu Shinkan bekannt und seit 1751 wird dort der berühmte Fukuju-Sake noch genauso hergestellt, wie es bereits 13 Generationen zuvor getan wurde. Jährlich findet im Februar immer auch ein Sake-Festival in der Stadt Miyoji in der Präfektur Fukushima statt und dort gibt es verschiedene kostenlose Sake-Verkostungen, also verschiedene Stände, wo Sie Sake probieren können. In etwa werden ungefähr 40 Sorten, die auch die Region Shikoku repräsentieren sollen, dort vorgestellt. Kommen wir abschließend zur Insel Shodoshima, welche zur Präfektur Kagawa gehört. Und sie eignet sich aufgrund ihrer warmen und trockenen Winden ideal für die Herstellung von Sojasauce. Also Sie sehen hier wirklich eine riesige Menge an Sojasauce in den Bildern. Traditionell wird die Sojasauce hier in Zedernholzfässern hergestellt und dadurch wird auf künstliche Fermentationshilfen verzichtet. Vor allem in Hishu und Nosato gibt es eine Vielzahl an historischen Sojasauce-Brauereien. Auf der Insel selbst gibt es ca. 20 Sojasoßenhersteller, davon sind ca. 25% alles traditionelle Sojasoßenhersteller Japans. Und sozusagen kann man sagen, ein bisschen, dass die Insel Shodoshima wirklich ein Sojasoßen-Mekka ist. Yamaroku Shoyu, einer der örtlichen Sojasoßenhersteller, stellt dort die süßeste Sojasauce der Insel her. Und seit mindestens 5 Generationen sickert natürliche Hefe aus den massiven Zedernholzfässern. Ja, dies ist das Ergebnis des natürlichen Prozesses der Herstellung von Sojasauce nach der traditionellen Methode. Natürlich ist diese Insel was ganz Besonderes und generell wird nur 1% der in Japan produzierten Sojasauce auf diese Weise hergestellt. Das älteste der 84 Fässer von Yamaroku ist ca. 150 Jahre alt und noch immer in Gebrauch. Ja, dieses Fässer, kann man wirklich sagen, bringt das Konzept von gut gewürzt auf die nächste Stufe aufgrund des langen Reifeprozesses. Zu den natürlichen Zutaten der Sojasauce gehören Sojabohnen aus Hokuriko, Weizen aus Hokkaido, sonnengetrocknetes Salz aus Mexiko und Brunnenwasser aus der Region. Die letzte und dann auch wohl wichtigste Zutat ist die natürliche Hefe, die mit der Brise kommt. Die Fenster der Brauerei werden bei trockenem Wind geöffnet
Und so kann die Sojasauce mit natürlichen Hefen versetzt werden, um den Gärungsprozess in Gang zu setzen. Die Sojasauce von Yamaruku wird oft im Winter hergestellt, um dann im Frühjahr und Sommer zu fermentieren und diese dann wirklich 2 bis 4 Jahre lang einzulagern, um die intensiven Aromen zu erzeugen, die Sie zum Beispiel gut zu Thunfisch-Sashimi oder Rindfleisch essen können. Sie sehen, dass dieses wirklich noch eine Handwerkskunst in dem Sinne ist bei der Herstellung, weil oft werden Sojasoßen inzwischen nur zwischen 3 bis 6 Monaten hergestellt und auch ausschließlich in Edelstahltanks fermentiert. Sozusagen kann man sagen, dass die Sojasoßenhersteller auf Shodoshima noch von der alten Schule sind und diese Tradition wirklich bewahrt werden sollte. Ja, ich hoffe, ich habe Ihnen heute in diesem Webinar einen guten Einblick in die Handwerkskunst, einfach auch in die Tradition und auch die Volkskunst, die Tuuchis geben können. Und bedanke mich, dass Sie heute dabei waren. Wenn Sie Fragen haben, so können Sie diese jetzt gerne stellen. Ansonsten ja, darf ich mich recht herzlich nochmal bei Ihnen bedanken. Und wenn im Anschluss auch noch Fragen sein sollten oder Sie einfach Interesse haben, wie man diese einzelnen genannten, sage ich mal, Highlights der Handwerkskunst vielleicht als Workshop oder auch als Museen in ein Programm einbauen kann, so würde ich mich freuen, wenn Sie einfach im Anschluss dann mit mir Kontakt aufnehmen. So, ich schaue jetzt mal, soweit ich sehe, gibt es derzeit keine Fragen. Also wie gesagt, wenn noch Fragen auftauchen, gerne im Nachgang und uns kontaktieren. Ansonsten darf ich mich recht herzlich nochmal für Ihre Aufmerksamkeit bedanken und wünsche Ihnen noch eine wunderschöne Woche. Dankeschön. Ah, jetzt kommt noch was. Genau, gerne auch telefonisch nochmal melden. Sie erhalten die Aufzeichnung auch nochmal im Nachgang mit all meinen Kontaktdaten. Dann wünsche ich noch eine schöne Woche. Danke Ihnen. Tschüss.